Ist das der Bohrer vielleicht? Kann gut sein. Wir haben nicht mehr viel Saft hier drauf. Aber ich dachte, er hätte die Batterie die ganze Zeit geladen. Na gut, komm. 3. So, bohren mal schön. Genau, schön bohren hier. Warte mal, können wir so ein bisschen anders. Das sieht jetzt irgendwie. Ja, er bohrt aber schön. Er macht's. Er macht das, was er soll. Bohren. So, dann können wir gleich das Survival Kit richtig voll machen. Ah, guck mal, wie gut das klappt hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich muss die natürlich noch alle miteinander verbinden. Also ich habe jetzt 2 auf einer Seite, die sind auch verbunden miteinander. Deswegen haben wir ordentlich Platz eigentlich jetzt. So. Schön weitermachen. Ja, da kratzt er natürlich immer ein bisschen, aber gut, so ist es halt. Muss ich gleich noch eine Runde machen zum Schweißen, aber ich denke, ich kriegen wir einen. So, weiter, weiter, weiter. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Schön bohren. Ja, also diese Solarzelle da auf dem Kopf, ich glaube, die hat jetzt auch gar nichts gebracht. Fühlt es hier immer keine Sonne. Da vorne, ne, wo ist denn hier mal Sonne? Hier ist gar keine Sonne. Ich glaube, hier ist sogar Nacht gerade. Naja. So, schön war da. In der Zwischenzeit kann ich ja mal gucken, wie voll ist denn hier was. Oh, der mittlere ist schon voll. Der Verbinder auch. Container 2 nicht. Moment. Da, Frachtcontainer 5. Da kann doch hier ordentlich was rein. Ja. Hier, Container 5. Ah, jetzt ist er voll. Container 5. So. Nicht festfahren hier. Schön weiter bohren, aber nicht festfahren. So. Mal sagen, aber gleich läuft sie ja. So, weiter, weiter. Muss natürlich hier aufpassen, dass man nicht hier versinkt. Habe ich jetzt die Gefahr? Ja, wir kommen auch kaum schon dran, ne? Rankommen ist schon schwierig. Ja, aber klappt noch. Klappt noch. So, zur Not haben wir die Gyroskope, da können wir uns noch ein bisschen rauswickeln. Aber bis jetzt geht's noch. So, jetzt hatten wir kurz Grip. Jetzt gucken wir mal kurz. Könnten wir jetzt bestimmt schon alle voll sein hier. Ja, noch gar nicht. 8 Container 3 noch längst nicht. Der Verbinder hat schon. Besonders der Bohrer hat genauso viel Platz wie so ein mittlerer Frachtcontainer, ja. Mann, ey. So, schön weiter bohren hier. Na? Ja, komm noch weg. Na, ich glaube, ich brauche eine Achse. Noch eine Achse. So. Ja, mit ein bisschen Schwung kommt man rein. Da muss man nur über diese Ecke hier rüberkommen. So. Gucken wir nochmal. Ich möchte halt nicht hier was verschwenden, aber das klappt schon. Alter, oh, fast 100.000 Steine. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, schön weiterfahren. Schön weiter hier bohren. So, wir müssen auch nicht aufpassen wegen Gegnern, weil wir die nicht umgeschaltet haben. Das finde ich super. So, 15 Stunden hält er so noch aus, okay. So, wenn wir ein bisschen fahren und stehen, dann geht das schnell auf Minuten. So. Na.
Na, komm, komm, komm. Na los, komm da rein. Er baut gerade scheinbar irgendwie weiter was ab, aber was? Müssen wir diese Ecke hier ein bisschen bearbeiten, genau die. Damit du ein bisschen besser reinkommen hier. So, weiter, weiter. So, sehr gut. So, jetzt kommen wir noch einmal hier. So. Nee, ich möchte kein Eis aufnehmen. So. Nein. Mensch, ich will ins Inventar gucken. Gott. So. Der ist fast voll. Dann nur noch der Bohrer. Dann haben wir es gleich. So, aber jetzt hier keinen Reifen verlieren, ne? Ja, was ist. Bitte was? Wie auch immer der sich jetzt so hier hinstellen kann. Oh gut. Ich hinterfrag die Physik jetzt nicht. Oh ja. Hauptsache, wir bauen die Steine ab. Das ist mir egal. So, mal gucken hier. Der Bohrer ist immer noch nicht voll. Aber der Fachcontainer 3 auch noch nicht. Ah doch. Ne, warte. Wie ging das jetzt hin? Ah, das geht jetzt noch in den Verbinder. Der war noch nicht ganz voll, der Verbinder. Okay. Ja, gut. So. Jetzt füllt sich dann der Bohrer. Okay. Hm? Ich dachte gerade, da wollte wie immer was. Oh gut. So, schön weiter hier. Weiter bohren, bohren, bohren. Das könnte hier echt eine, so eine Mine werden hier. Jetzt hier diese Ecke wieder. Damit man immer reinfahren kann. So. Schön hier auch, genau. So, dann wird sich Mike freuen, wenn wir genug Ressourcen haben, damit man seine blöde Basis da weiterbauen kann. Beziehungsweise blöde Basis seiner. Was auch immer das wird. Nein, 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 nein. Hier. Da Buddel. Eine Güte. So. Jetzt ist voll, oder? Ja, immer noch nicht. Oh. Immer noch nicht voll. Hm. Naja. Ist da doch irgendwas an der Tür? Ich gehe nochmal. Diese Hunde, die was von einem wollen. So. Wie sieht's hier aus? Ah, immer noch nicht. Oh, das muss voll sein hier. Erst dann lohnt sich das überhaupt, darüber zu fahren. Um den Stress mit dem Verbinder zu machen hier. Oh, weiter bohren. Schön weiter bohren. Genau. Muss auch gleich wieder den Akku laden, glaube ich. Oder? Wie viel? Wie viel hat der? Erstmal nochmal gucken hier. Ja, das dauert noch. Was sagt denn hier die Batterie? Die sagt. Fast 300 Kilowattstunden. Die kann maximal speichern. Eine Megawattstunde, also 25% sind drin, okay. Na gut. So. Ich würde mal sagen, jetzt ist der gleich voll, ne? Ne, immer noch nicht. Mensch. Los, wird voll. Kann ich sein, ja. Ah, guck mal. Da ist auch irgendwo. Da ist so eine Ecke. Moment, die holen wir uns kurz, diese Ecke. Ja, genau, die ist jetzt direkt unterm Rohr. Da. Die sorgt dafür, dass wir da schwer reinkommen, oder? Oder wo ist es jetzt? Ach, so ein bisschen auf dem Verbinder hapert es auch so ein bisschen, na gut. Ach, hier hätte ich es auch noch gucken können. Ah ja, okay. Ja. Mal gucken.
Ja, man muss trotzdem mit Schwung immer noch rein. So. Und los. Ich laufe gleich erstmal das ganze Ding ab, um alles zu schweißen nochmal. Aber es klappt eigentlich ganz gut hier. Und eine ordentliche Höhle. Coole. Immer noch nicht. Mensch, ich glaube, ich werde ungeduldig. Oder es wird es geht langsamer. So, hier noch ein bisschen. Dann können wir später auch noch ein paar Bohrer dran setzen, damit es schneller geht. Aber wahrscheinlich wird jetzt das Survival Kit erstmal ordentlich überfordert sein. So, jetzt. Ja, jetzt ist er voll, würde ich sagen. So, einmal hier rausfahren, hier ein bisschen die Ecke, ne? So, gut. Ich würde sagen, fahren wir zurück. Ja, der schleift ein bisschen, aber das gucken wir jetzt nochmal nach. Nein. So, bleib stehen. Gut. So, wie sieht's denn hier aus? Gibt's hier irgendwas? Da gab's was zu schweißen. Ach so. Das Cockpit habe ich gar nicht fertig gestellt. Na gut. Ja, sieht aber gut aus. Gut, dann fahren wir mal zurück. Ja, jetzt schleift der Bohrer vorne ein bisschen. Da muss man aufpassen. Oh, das sind 600 Meter. Gucken. Nimmt er denn ein bisschen was ab? Naja. Mal gucken. Fahren jetzt ein bisschen langsamer einfach mal. Ja, Hauptsache der platzt nicht. Nicht so wie das, dieser Container mal. Dieser Speichercontainer. So, home. Home sweet home. Da hinten wir. Also Eisen haben wir auch selten gefunden, ne? Also ich habe Eisen bis jetzt selten gefunden. Na gut. So. Schön weiter. Schön entspannt weiter. Aber ich bleib noch mal einmal kurz stehen. Ne, ich bleib auf der Kuppe stehen am besten. Guck mal, ob's in Ordnung geht für den Bohrer vorne. Ob der Schaden nimmt. Schleift noch irgendwas anderes. Mal gucken. Nimmt der Schaden? Ne. Nö, das Schleifen ist scheinbar nicht so schlimm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ruckartig passiert. Weil dieser Container ist ja auch schlagartig geplatzt. Weiter, genau. So, dann können wir gleich mal gucken, ob der das auch wirklich auflädt hier. Ja. Sehr gut. Mensch, das klappt richtig gut. So. Können wir ja den ganzen Inhalt vom mittleren Frachtcontainer 3. Können wir da jetzt in den anderen Frachtcontainer packen? Moment. Erstmal ein Survival Kit hier. War denn hier? Hier da. Da war ein mittlerer Frachtcontainer. Ne, das war ein kleiner Frachtcontainer. Okay. So, Verbinder. Da. Mittlerer Frachtcontainer. Da. Eis. Bisschen Sauerstoffgenerator, gut. Das können wir hier nicht verwenden. Auch gut. So. Der produziert jetzt hier. Gut. Wir könnten eigentlich fast noch ein. Dafür ist jetzt das Survival Kit jetzt erstmal zuständig. Aber hat richtig gut geklappt. Sollten wir eigentlich erstmal. Nein. Sollten wir eigentlich erstmal genug haben. Das Survival Kit produziert nicht mehr, weil der Auftrag ausgegangen ist wahrscheinlich. Ja.
machst jetzt erstmal gefühlt unendlich lange. Ja, schön produzieren. So, die Batterie, die ist in 6 Stunden voll geladen. Die sind 2 Stunden voll. Die kann 3. Ja, die ist mehr als die Hälfte gefüllt. Und die hier kann 1. Also so viel ist da jetzt nicht drin, wie ich finde. Stand da irgendwo. Transferieren zu. Speichern. Nutzerdefinierte Daten. Laden da. Entladen. Entladen. Ja. Auto. Nutzerdefinierte Daten. Na gut. Ich würde ja gerne, dass die Batterie dort schneller aufgeladen wird. Laden. Ah, in 11 Minuten. Toll. Dann lad mal auf. Lad das Ding mal da auf. Ja, die soll mal arbeiten. Moment, die Batterie, die ist erschöpft in 37 Minuten. Ah, weil er jetzt alles da rauszieht und hier reinballert. Oh Gott. Ja, Gott. Das Survival Kit. Das ist jetzt ordentlich am Laufen. Ist gut. So. War denn das letzte Unterfangen, was ich hier machen wollte? Sauerstoffgenerator oder sowas, ne? Also den hier irgendwie. Ja. Man müsste hier Strom reinkriegen. Nur wie? Wie kriege ich hier Strom rein? Kann ich mich vielleicht selber als Batterie benutzen? Warte mal. Ach, Zugriff verweigert. Na toll. Naja, die hat ja eh nichts mehr. Und hier einmal kurz hier. So. So, Energiezellen gehen verloren, okay. Hätte man gedacht, alles kommt zurück. Na gut. Da. So, die Battery. Die sollen wir aufladen. Das hilft nicht. Weil wir nachtragen, glaube ich, oder? Ja, das ist echt blöd gesetzt hier. Also irgendwie gar nicht so recht. Wann es Tag wird? Wann mal Tag ist? Ich glaube, da hinten kommt die Sonne, oder? Ja. Ja. Da hinten kommt die Sonne. Aber die erreicht den natürlich schwierig, ne? Vielleicht wird es auch jetzt gerade Nacht. Gibt es hier irgendwo eine Zeit? Informationen. Ist der Schwerpunkt dann zu den. Ne. Nachrichten? Auch nicht. Fernzugriff. Okay. Ja, gut. Dann müssen wir das irgendwie anders noch machen. Also das Ding müsste doch jetzt langsam voll sein, oder? Wie sieht's hier aus? In 8 Minuten. Ach, der ist zu fast zu 50%. Machen wir den zu 50% und danach schalten wir das Ding einfach aus oder sowas. Und wir machen den Auto oder. Mal hier. Entladung, Auto. Da kann man schöpfen, 33 Minuten und der ist voll in 8 Minuten. Ah, das reicht jetzt. So. Aufgeladen in 4 Stunden. Der ist aufgeladen in 3 Stunden. Sehr gut. Die laufen. Ja. Oh.
Das hier war der Sauerstoffgenerator. Da müssen wir nochmal gucken, wie der funktioniert. Wie ich daraus jetzt den Stickstoff, Wasserstoff rauskriege. Oder sonst, vielleicht brauche ich auch demnächst einfach eine eigene Mine. Ne, eine eigene Basis, wo ich selber solche Sachen hier verbinden kann. Ich glaube jetzt, das ist schon ordentlich viel. Ein bisschen Refinery. Ja, dass man das Ding hier ersetzt. Aber gut. Würde mal sagen, das machen wir beim nächsten Mal.